Wow! 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 Sehr gut. Jetzt fick ihn in den Arsch. Und vorsichtig, kommt doch an. Wow! Das reicht jetzt langsamer, finde ich persönlich. Lady! Oh. Du Scheiße! Wenn die so alle in dem Rhythmus bleiben, ist das eigentlich relativ easy. Okay. Okay. Scheiße! Ich habe jetzt zu sehr auf die nächste schon geachtet. Nein! Zwei? Ja. Ich hatte jetzt zuletzt sehr schon auf die nächste geachtet. Ja. Ja, ich. Ja, das, ja gut, das aber, ist das wir gefährlich. Wissen, aber wir wissen es jetzt. Also am besten ganz hinten warten und immer ein Stück nach vorne gehen. Ja. Das ist, glaube ich, das Beste, was man da machen kann. Okay, wir haben es gleich geschafft, Christoph. Wuhu. 10 Parts, denke ich mal. Ein bisschen mehr. Jo. Jetzt wieder. Achso. Ja. Bam, 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 bam. Weißt du, ihr macht gar nichts aus. Das ist das Schönste, wie der Affen abballert. Ich bin so auch Affen, Mensch. War nicht so fett und nicht so hässlich. Den fetten Gorilla hier überholen. Komm, mach deinen Rotz. Komm her. Komm her! Ja. Komm her! Ja. Das wird normal. Dankeschön. Jetzt sehen wir ja gleich, ob es bei diesem Doppelpack, ob das zufällig bleibt oder nicht. Also ob das zufällig ist oder nicht. Weil dann müsste nämlich gleich die... jetzt die jetzt im vorderen Bild ist. Die müsste ich hab den dritten vergessen. Scheiße, bin ich doof. Okay, das ändert sich. Sehr gut. Jetzt kommt der nochmal, ne? Genau. Nee, jetzt kommt die Kaffers. Ich würde gerade sagen, irgendwo. Ah ja, jetzt kommt die Fahrt. Jetzt kommt die Gatlinger. Die machst du schon sehr gut. Okay, dann kommen jetzt die mit der Höhenveränderung. Also nee, jetzt kommt erstmal gleiten. Ja, okay. Kommt jetzt nochmal gleiten? Nee. Noch die hüpfenden Bomben. Eieieiei. Sehr gut. Gleiten! Gleiten! Oh. Ich hab gerade richtig Spaß gemacht. Ja, merk ich schon. Gleiten! Scheiß mir gleich in die Hosen, ey. Okay, jetzt kommt das. Rüber, genau. Stehen bleiben. Rüber. Okay, die Winkel werden immer größer. Zwei Hoden. Okay, das ist schon Gleiten. Interessanter. Zum Gleiten ist echt gut, ey. Alter. Komm, komm, mach'n platt. Nein, Kopf! Friss den ein! Oh nein! Das hast du gerade sehr gut gemacht, hast du? Oh, ich schaff das ohne Gleiten nicht. Gleiten! Nein! In your face! Nein! Du musst springen! Ich wollte drunter durch! Kannst du nicht! Wie soll ich da über die beiden drüber springen? Gleiten! Ich wünschte, ich könnte gleiten! Cola! Caligula! Caligula? Saugen! Achso, jetzt kommt der Saugen! Hab gerade richtig Spaß mit dem Backen. Merke ich schon, du bist immer fröhlich, wenn du ein Spiel geschafft hast. Okay, außer in deiner Zeit, wo du es übertrieben hast als Let's Player. Ja, wieder ein Spiel geschafft. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich nehme gleich sofort weiter auf. Glitten! Ach, egal. Toll. Egal, kommt der jetzt gleich noch. Ich muss ja nur das schaffen, ne? Ja, ja, genau. Pass auf, jetzt kommt der nochmal. Welcher geht weg? Arschloch. So. Schieß. Komm jetzt, fass. Pass auf. Jetzt kommt die Gatling. Ach du. Das ist gar nicht so schwer mit der Gatling. Das ist die einfachste noch von allen. Das stimmt allerdings. Das sah schwieriger aus. Nein! Und nochmal. Weil es so leicht war. Du willst nochmal, du kriegst nochmal. Wie gesagt, dass ich nochmal will. Du willst immer. Du williges Stück. Stück Toast. Ach du, jetzt kommt gleich. Komm. Und nochmal.
Ah ne, jetzt kommt die. Ah, schafft es so wie ich? Du machst es sogar noch. Was? Läuft doch, was hast du eigentlich? Stirb. Komm, schieß. Pams. Jetzt wird's interessant. So. Erstmal gleiten. Ich glaube, jetzt kommt nochmal gleiten. Nein. Ach so, gleiten macht er nur einmal. Jetzt kommen die UFOs. Muss ein bisschen Abstand wieder zurückgewinnen. Nein! Ja, weil die machen auch so eine Ellipse, die machen einen kleinen Kreis, das ist das Problem. Eieieiei, nein! Ah, schade. In the back of your head, da bitch. Kann man jetzt als nächstes kennen, wäre es fast gekommen. Du warst ja schon richtig kurz davor, das zu schaffen. Ich versau's mal wieder. Nein, nein! Das lag nicht an dir. Das war einfach unglücklich, weil das kurz. Du hast ja gerade das Kübelchen gehabt. Weißt du, und dann ist es ja so kurz vor dem Gewehr explodiert, dass du gerade reinschmeißen wolltest. Also mach ich dir dafür, auf jeden Fall gebe ich dir dafür nicht die Verantwortung. Das ist doch nur Metall! Boah, ey, Kackwichser. Okay, das ist echt gut, dass wir hier noch ein Fass kriegen, ey. Ja. Das ist vor allem noch viel besser, dass wir davor speichern konnten. Denk dann links. Ah, also du kannst durch das eine Kügelchen durchwerfen. tu mal nicht so Pansen, ey. Hallo! Du mit deinem scheiß Kaugummi kannst auch aufhören. Bläh. Ei! 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 Immer ein schönes Würstchen hinlegen. Ah! Bam! Baram pam pam pam. Ist bald wieder soweit, ne? Sieht es mal wieder so depressiv. Bam, 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 bam. Danke. Oh, jetzt kommen die Hüpfen. Hüpfen. Du brauchst was für den Kopf. Oh, Kopf. Aber keine starre Kugel bliert. Ah, scheiße. Schade. Dann staub ich den mal eben ab. Toll. Jetzt kommt die Ellipse. Stimmt, ich kann auch noch. Ah, jetzt kommt. Jetzt gleiten. Ich kann aber nicht gleiten. Nur der kann gleiten. Oder du kannst gleiten. So, ich verpiss mich ganz nach links. Oh! So, jetzt geht's da rein. Genau. Jetzt musst du wieder Abstand gewinnen. Okay, aber wo soll ich da überspringen? Okay. Da muss ich drunter durchlaufen. Jetzt kommt das Fass. Nein! Nein! Lass mich los! Nein! Nein! Schau mal da durch. Oh. Ich hab gedacht, der macht erst seinen Staubsauger an, wenn dreckig ist. Ist doch dreckig, guck dir doch den Hintergrund an. Hey, leck! Falscher Moment! Definitiv! Komm, pass auf! Läuft! Wir haben alles unter Kontrolle. So, du Fresse! Du Fresse! So, pass auf! War knapp, gib ich zu. Komm, ja, sei tot! Ja! Bist du jetzt endgültig? Ja, Didi! Warte! Nein! Befreie! Noch eine Stufe! Ich krieg doch ein Rohr! Was bist du denn? Scheiße! What the fuck? Der friert dich! Komm! Hey, beweg dich! Okay, jetzt Glück ist sehr langsam. Ah. Was? Geist? Ach du Scheiße, der ist unsichtbar. Ey! Na, jetzt ist aber auch langsam mal gut! Töte ihn! Das war's! Denk dran! Schnell! Ey! Hallo? Ich friere dich ein! Du verbrennst dich! Okay, was keine Gatling Gun? Kugel! Nein! 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 Es tut so weh im Herz! Oh, Alter, ich hab gedacht, zwei Stufen, dann ist Ende im Gelände. Ich dachte auch nur, der zweite ist jetzt Schluss. Oh. Egal, du kleiner Wichser, ich mach dich so kalt! Komm! Saug! Boah, es dauert immer so elendig. Du kannst ja... Wir können ja nicht drauf springen. Damit hat sich auch meine Frage erledigt, ob wir von dieser Kugel getroffen werden, die da rauskommt. Ja. War natürlich Absicht, weil ich weiß ja, wir kriegen gleich einen DK-Fass. Wenn ich bis dahin überhaupt komme. Ey. Ich geh kaputt.
Piratenmusik. Denk dran, links geht weg, Stachel. Was? Gut, das ist dann tatsächlich immer unterschiedlich. Hi, hi, hi. So. Irgendwann befreit sich Donkey, glaube ich, von selbst. Wow. Der Typ soll nicht gucken, er soll versuchen, sich zu befreien. Ey. Der hängt ja schon seit 4, 3 Viertelstunden, wie lange wir das Scheißspiel schon spielen. Und denkt sich, oh, wann komm ich denn mal? Ah. So, jetzt macht er Gleiten. Am neuen Mal, dann macht er seine Hüpfi, die Birbenslap. Ja, ja, ja. Das machst du wundervoll. Ich bin so stolz auf dir. Nein! Egal, jetzt kommt ja gleich noch ein Fass. Ach Gott, was ist. Das Schlimmste ist immer, wenn du das losmachst und er schon anfängt zu saugen. Ja. Saugen! Jetzt kommt Gleiten! Ich guck mal die Scheiße hoch 10, ey. Ich hab's zweimal geschafft hintereinander. Das heißt, so schwer kann es eigentlich nicht sein. Okay, beim zweiten Mal war es echt knapp. Da gebe ich offen und ehrlich zu. Hey, Double Bombs. Hey, nochmal Double Bombs, mal höher. Da fehlt was. Nochmal Double Bombs. Da! Oh, jetzt gib mir das fucking Fass. Komm, saug! Saug! Saug jetzt! Pass auf. Nein! Was tust du? Ich hab zu viel gesprungen. Oh Gott! Können wir die Haare ausreißen noch? Donkey Kong fährt, ey. Fick dich. Oh. Komm, ich beende das jetzt. Ich guck einfach nicht mehr hin. Dennis, du bist dran. Oh. Oh. Jetzt schau mir die Sonne in die Fresse. Fresse, Gummispresse. Was, Gummispresse? Ich hab keine Ahnung. Was ist denn für ein Scheiß? Hab ich irgendwann aus Hook mal gehört. Aus Hook? Ja, der Peter Pan-Film. Sie sagen da sowas wie Fresse. Ja. Ist ja ein Disney-Film. Ja, ja. Da gibt's in Disney-Film auch schwangere Teenager, die Drogen nehmen. Ja? Keine Ahnung. Weißt du, wie ich momentan. Ich habe nur zufällig mitbekommen, dass ein neuer Batman-Teil raus ist. Oh, nur so viel, yes. Nur so viel, dass dazu, dass ich mich so verfärbe. Okay, da ist ein Donkey Kong fast. Stimmt, man kann es ja auch aufsparen. Muss ja nicht direkt wegballern. So wie wir es sonst immer machen. Jetzt warte ich auch, bis der Artikel rauskommt und spring nicht jetzt vor kommt Angst. Mal gleiten. So, und jetzt kommt boing, boing, boing. Hüpf für die Hüpf für die Hüpf für die Hüpf Hüpf für die Hüpf für die Hüpf für die Hüpf 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 Hüpf, hüpf, hüpf und stopp! Komm, saug! Ah. Saug jetzt! Okay, jetzt kommen die Ellipsen gleich. Ah, komm. Komm her! Get over here! Ich in meinem Kaugummi. Langweilig. Bisschen gefährlich war es jetzt. Ist ein bisschen nah dran gewesen, ne? Hey! Nicht so nah. Fick dich. So. Arschkicks. So, stopp, Dennis. Jetzt springen und jetzt warten. Ja. Und nie, nicht versuchen, ins Donkey Kong Fass zu springen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Wir gleiten hier zuerst. Wir haben dann Donkey Kong Fass. Ich wollte daran vorbeispringen. Das war echt schwierig. Denk dran, jetzt will ich einfrieren. Kannst du drüber springen wahrscheinlich? Ja. Jetzt kommt hier langsam. Jetzt ist er halb durchsichtig und jetzt ist er komplett durchsichtig. Okay, ach, das verdammt. War fies. Das war, ich dachte, fies. Der kommt schneller. Saug! Danke. Okay. Sauf, denk dran, jetzt schießt er gleich die Kugel. Dann gleitet er, glaube ich, einmal. Glaube ich auch. Und dann schießt er Minen. Dann erstmal die rote Pampe. Ja, natürlich! Komm, steuer gegen! Soll ich denn gegensteuern? Ich kann Knöpfchen drücken. Boah! Nein, falsche Richtung, Dennis! Ich kann nicht mich! Weißt du, wie sehr der ist doch in deiner Kontrolle wieder! Ja, aber weißt du, wie stark der mich angesogen hat? Ich hab schon mit Viereck nach rechts gedrückt. Ist ja egal, ist doch egal. Wie hätte ich da gerade gegen. Ich hab alles gedrückt, falls du das meintest. Ja, gegensteuern. Irgendwie so abschütteln oder sowas.
Nein! Was machst du? Nein, Freund! Ich hab grad nur abgeschüttelt! Also mit dem Controller, nicht mit meinem Piepmatz. Oh, hier, Chris. Achso, ich fange an. Ah, toll. Ich schütte den Affen. Der ist so dumm, der merkt gar nicht. Ich hasse diesen Affen. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse Affen. Aber ich hab's gleich geschafft, Christoph. Ganz ruhig. Das haben wir vorhin auch schon gesagt. Christoph, dreh gleich ein bisschen durch, glaube ich. Aber brauch nur erst eine halbe Stunde für den Arsch. Ich kann ihn, ne? Ja. Gleich eigentlich rückwärts. Oh ja! Tausendmal gemacht! Komm jetzt her! Guckis fressen! Gleiten! Yay! Jetzt bist du linker, genau. So! Scheiße! Egal, du hast ihn getroffen. Das ist die Hauptsache. Nur einmal gleiten! Hüpf! 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 Lauf, hüpf! Lauf, hüpf! Lauf! Tierp! Ohne S am Anfang. Tierp! Tierp! Boah, das können wir jetzt so aus dem FF, den Kack hier, ne? Es ist einfach ärgerlich, hier diese 6 Millionen Stadien hier nochmal durchzuboxen. Aber das ist trotzdem irgendwie angenehmer als dieses scheiß Rennen gerade. Definitiv. Das macht immer noch Spaß. Ja. Und hier müssen wir nicht die Strecke rausfinden irgendwie. Hey! Das sind die letzten. Ich vermute, dass das vorhin die letzte Form war mit den. Weißt du? Stopp! So. Oh. Also bleib ich hier stehen, dann kann ich direkt anfangen zu... Und ich kann über den Stab ins Donkey fast rein. Okay, nicht ganz. So, okay. Du kleiner Wichser. Du kleines Stück Scheiße. Ich krieg das mit dem Dizzy nicht hin. Egal. Ich hab gedrückt, was ich konnte. Tut mir leid. Okay, jetzt warten, bis du da die Bremsspuren siehst. Sehr schön. Okay. Leitet er jetzt nur einmal? Ja. Nee. Doch. Doch, 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 der bleibt links stehen, ja. Okay, jetzt kommen die drei Minchen. Und dann kommt er, glaube ich, auch schon hier jetzt. Jo. Komm! Stirb! Nein! Nein, warum? Pinke Scheiße jetzt. Pinke UFO-Scheiße. Oh, das ist so geil mit dem Gleiten, echt, ey. Jetzt. Pfft. Wo ist die Kugel? Das frage ich mich auch gerade. Wo ist der? Ah, der kommt hier immer näher! Das ist jetzt natürlich sehr interessant. Ah. Lauf einfach dagegen und jetzt lauf nach rechts. Ja. Na, nein. Egal, egal. Da kommt jetzt jemand. Da ist die Kugel, da ist die Kugel! Wo ist der Arsch? Pass auf, pass auf, pass auf. Okay. Bist du jetzt tot? Ja! 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 Sehr gut! Jetzt der Affe! Abgekackt! Flawless Victory! Tot! Ja! Stirb! Er überlebt, ja. Warum nagen die Haie an dem und fressen den nicht auf? I knew you'd do it. Ich wusste, dass ich das schaffen würde, mein Junge. Aber wie konntest du... was hast du bei deinem ganzen Versagen gelernt? Was hast du vor allem Cranky gelernt beim Versagen? You rescued that lazy Grant, du hast diesen minder. Du hast meinen dummen. Faulen. Vom blöden King K. Rool. Aus seinem eigenen natürlich. Hätte ich selbst gemacht. Wenn ich es gemacht hätte, würde es nie wieder versuchen. Ja. Ich würde auch behaupten, dass ich alle Quemcoins gefunden hätte und die sogenannte verlorene Welt gefunden hätte. Oh, man kann nicht alles erwarten von einem ersten Spiel. Eine Sache noch, wie viele von meinen Gamecoins hast du gefunden?
A real player such as myself would have found alle. Also er hätte natürlich alle gefunden. Der meckert uns einfach, keine 100% haben. Ja, ja, genau. Er sagt natürlich, Hörige, was für ein toller Stecher er ist. Ja, da ist das in der Titten im Hintergrund oder was ist das? Nee, siehst du das da? Well, I've got a second screen. Ja gut, Mario hat die meisten. Ja. So ein Sack. Dann kommt Yoshi, dann kommt Zelda, also Link. So ein rechts noch was, ich sehe es gerade nicht. Ja, das. Ich kann es gerade nicht sehen. Naja, ist gut. Er sagt gerade so schlecht, was so. Ja, ja, mach nur hier Face. Als Scheiße, wie schon im ersten Teil. Da. Den ihr übrigens beim Chris auf dem Kanal gucken könnt. Ja, ja. In war ein ziemlich guter Lauf, glaube ich, ne? Ja. Abgesehen davon, dass der letzte Part stumm war. Stumm. Ich hab die ganze Zeit geguckt, habe ich mir gedacht, merkt der noch vorher? Okay, jetzt. Oh, jetzt kommen die ganzen Charaktere. Faule Lendlapper. Ja, wo ist er denn? Wie? Neck. Aber den haben wir ewig nicht mehr gesehen, ne? Ah, ich hänge mal jetzt die Kabel fest, Alter. Klick, klack. Oh. Helfer, die nie gestorben sind. Ja. Unfassbar. Ja, aber schönes Spiel auf jeden Fall irgendwo. Also den ersten Teil fand ich persönlich besser, aber der zweite Teil ist auf jeden Fall besser als der dritte Teil. Ja, der dritte ist der schlechteste von allen. Ah. Ja. Das ist wohl der Keto Nine Tails. Wie ich schon damals gesagt hatte. Neun Schwanz. Ein Flitter. Flitter, Flodder. Flatters. Mini-Necki. Gibt's auch, ja, die großen Necki gibt's nicht mehr. Nee, stimmt. Doch, als Geist gab's den. Den habe ich mit Penny bekämpft, dass du den. Müsste beim Boss dabei sein. Da. Ja. Nein, aber ich meine so als normalen Gegner. Das stimmt. Oh, da ist er. Ich hasse dich. Ein Gegner. Ein Level-Gegner. Ja. Submerged Sea Dogs. Das kommt die Unterwasser-Gegner scheinbar. Flotsam. Flotsam. Oh, war auf jeden Fall ein anstrengendes Projekt, aber ich bin froh, dass wir es jetzt geschafft haben. Ja, also, das war wirklich also so eine harte Welt. Die letzten zwei Level, die waren richtig heftig. Ja. Die hat es richtig in sich. Ich habe die ersten beiden Welten haben wir ziemlich gut hinter uns gekriegt. Bei der dritten ging es langsam los. Ja, da fing das so langsam an. Die vierte Welt war scheiße. Fünfte, ja, genau. Ich weiß gar nicht, was die fünfte Welt war. Aber die haben wir, glaube ich, auch ganz gut geschafft. Hast du das gesehen? Ja, ist gewachsen. Aha. Oh, jetzt kommen die ganzen Kremlinge. Klomp. Wegen dem Holzbein. Ich hab nur ein Bein. Deswegen bin ich so langsam. Klinger. Ach, die Arschlöcher. Mit Seil. Schön. Die gab es auch schon im ersten Teil, ne? Ja, aber. Das sind normale Kremlings. Oh, die hasse ich. Klepp. Klobber. Ach, wir sind auch hier bei Klubi, Klubber. Dings hier, Haus, Zoll. Ja. Brücke. Oh, die waren auch scheiße. Krok. Die habe ich nicht so gerne gemocht. Cutlass. Die schnelle Form von dem fand ich scheiße. Die waren eigentlich immer okay. Gab schlimmere Gegner. Ja. Ja, die konnten nervig sein. Ja. Die standen immer an scheiß Stellen. Ja. Und hatten eine ziemlich hohe Frequenz. Oh, der McFit-Geher. Genau. Ich gehe wieder pumpen. Boah. Wenn das Spiel jetzt vorbei ist, habe ich ja genug Zeit. Ah ja. Auch ein Ein-Level-Gegner. Ja. Yeah. Kackel. Und noch einer. Der war nur im Geisterhaus. Ja, in der Achterbahn. Aber der Gelbe war immer so ätzend. Klubber. Das war aber, glaube ich, der Nette, der gegen Geld... Also Nette, der uns nur immer weggeschlagen hat. Jetzt kommen die Bosse. Crow. Okay. Nicht Necki. Das war der erste? Ja. Okay. Klevers, Klevers. Ich durfte ja nur ein zweites Mal besiegen, weil ich die Aufnahme verpeilt habe. Ja. Katschel. Das ist der Böse. Das ist der Böse in Grau. King Sing. Oh, der war auch scheiße. Den hast du aber ganz gut hinbekommen. Ja, stimmt. So schwer war der eigentlich auch gar nicht. Captain K. Rool. Da fehlt doch noch jemand, oder? Ja, die Rache von Crow fehlt da. Stimmt. Der Geist von Crow. Ja. Animal Buddies. Mal gucken, ob wir alle gesehen haben. Rambi. Oh, wir haben alle gesehen. Das ist der coolste. Ja. Ist und bleibt der coolste. Ja. En Garde. Auch schon im ersten Teil vertreten? Ja. Ich glaube, das war's schon aus dem ersten Teil. Ich glaube auch. Nee, Quatsch. Squawks, ja, klar. Squawks gibt's noch. Radley? Radley. Squitter. Den gibt's auch nicht mehr, glaube ich, in Teil 3, ne?
Doch, den gab's in Teil 3. Ja? Ich meine schon, ja. Klepper. Ach, der ist doch kein Freund von uns. Der war zwei oder dreimal da. Du gekotzt, wenn wir auf ihn drauf gesprungen sind. Squawks! Oh, hat eine deutlich größere Rolle gespielt als in Teil 1. Definitiv. Da war er nur Teil passiv 1 dabei. War er nur ein Level. Ach, Glimmer. Der, oh. Das war der, ist der neue Squawks quasi gewesen. Ja, genau. Ach Gott, jetzt kommt der Kong-Clan. Oh, da sind ja hier richtig viele, ne? Swanky! Ach, der Showmaster. Game Master. Der Günther Jauch unter den Kongs. Funky! Den gab's doch schon vorher. Ja. Den gibt's, glaube ich, jetzt auch im Teil 3 wieder. Ja, ich glaube auch. Swanky, glaube ich, auch. Brinkley, die gab's nicht. Lehrerin. Im ersten Teil. Richtig. Teil 3, glaube ich, auch nicht. Franky, natürlich gab's den Teil 1. Aber da hatte der, glaube ich, nur einen Stock. Nee, da hat er die ganze Zeit gesessen im Schaukelstuhl. Stimmt. Du Arschloch. Wegen dir ist die ganze Scheiße hier passiert. Wichser. Dixie! Hey! Ich bin da! Langsam! Ist gut. Und Diddy! Ein bisschen schneller. Zumindest von Bewegung her, aber bewegt sich immer noch genauso langsam. Vorwärts. Ja, jetzt kommen die Credits. So, Freunde, wir hoffen, ihr hattet Spaß. War schön. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Kiefer Sutherland. Dachte ich auch gerade. War auf jeden Fall ein lustiges Projekt. Waren einige lustige Wochen dabei. Wochen auf jeden Fall, wo der Christoph immer wieder hinkam. Billy Gunn. Und, The Bad Pete, Billy Gunn. Wir haben uns eigentlich anfangs immer darauf gefreut und während der Aufnahme gemerkt, fick dich, Spiel. Du kannst mich beim Arsch lecken. Besonders heute. Besonders heute, ja. Wir überlegen mal, ich glaube, wir nehmen eine Stunde auf oder so oder noch länger, keine Ahnung. Für zwei Level. Waren drei. Okay, oder? King Carol klammer ich aus. Oh, okay. Für zwei Level, gut, ja. Christian Cage. Alle Wrestler dabei. Auch wenn der Gate steht, ich weiß. Peil. Ein Peil. Er hat voll den Peil. Ja. Aber im Großen und Ganzen hat er schon Bock gemacht, das Spiel. Manipulation, ein Hurst. Genau. Weiß. Den ersten Teil werde ich auch noch für mich let's playen, aber den auch als 100%. Wetties. Vielleicht werde ich den nochmal privat 100% machen, 102%, glaube ich aber nicht. Froh, dass ich das jetzt geschafft habe. Nachher, wenn wir gleich Schluss gemacht haben, gehe ich in dieses Rennlevel und gehe alle Wege ab. Mach das! Nein, mach ich nicht. Schade! Kellbauch! So, das ist ein G, das ist kein C. Kellbauch. So, gut, wir sind jetzt ruhig. Oder? Würde ich sagen. Kann ich nicht, es ist Fraps. Das müsste jetzt hier abschneiden, aber ich will ja. Das waren damals noch nicht so viele Leute, denke ich mal. A Love Day! Da komm, jetzt kommen schon die Special Thanks. Mr. M. Jetzt kommen die ganzen Japaner, weißt du? S. Stamper. Wieso steht bei ihm Mister und bei anderen nicht? Die schämen sich, dass sie das Spiel gemacht haben und wollen nicht mal den Anfangsbuchstaben ihres Vornamens preisgeben. Wir wissen, wo euer Auto steht. Ja, aber das Spiel ist auf jeden Fall. Ist kein schlechtes Spiel, auf keinen Fall. Nee. Aber ich fand den ersten Teil irgendwie. Das ist voll komisch. Also, je später die Teile waren, ich fand Teil 3 zum Beispiel am unausgereiftesten. Da war die Kollisionsabfrage noch schlimmer und auch viele Sachen, wo man verletzt werden kann, konnte man noch schlechter sehen. Im ersten Teil war es noch alles ganz gut zu sehen. Das hier ist so ein Mittelding, finde ich. Ja, bei Teil 1 hatten sie natürlich viel Zeit zum Entwickeln. Ich weiß nicht, wie viel Zeit zwischen 1, 2 und 3 jeweils lag. Okay, so viel war da auch nicht. Das kann sein, dass die 3 einfach auf den Markt geschmissen haben. Ja. Produced by Rare, ihr Wichser. By Nintendo. Nintendo. Oh, lalalala. Ja, noch ein Nintendo-Projekt abgehakt, sehr schön. The End. The End. The End. The End. Warum? Warum? Weil es ein Vokal ist. Sehr gut. Was ist ein Vokal? A-L-I-O-U. Richtig. Was ist ein Konsonant? Nicht A-L-I-O-U. Der ganze Rest. Der ganze Rest des Alphabets. Richtig. Gut, ich beende jetzt hier die Aufnahme. Bis neulich. Danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.